Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Kritik. Und heute geht es um einen Film, der ziemliche Kontroversen ausgelöst hat. Viele finden ihn richtig toll, andere finden ihn ziemlich schlecht. Ich muss sagen, ich hatte gewisse Erwartungen an Lucy oder ich hatte quasi gar keine Erwartungen. Und ja, der neueste Film von Luc Besson schlägt in eine Kerbe rein, die ich so nicht erwartet hätte. Die Trailer haben was ganz anderes assoziiert, aber Lucy ist quasi sowas wie die europäische Version zu Wally Pfisters Transcendence. Und ein Film, der es locker schafft, in gut, sagen wir es mal so, 89 Minuten seine Prämisse rüberzubringen und wirklich gekonnt gut unterhält. Im Mittelpunkt steht die junge Lucy, eine sehr mittellose junge Frau, die eines Tages auf unfreiwillige Art und Weise zur Drogenlieferantin wird. Ihr wird eine neue synthetische Droge in den Unterbauch eingenäht. Durch einen dummen Zufall oder durch einen wirklich zu krassen Tritt eines auch nicht wirklich netten Herrn strömt diese Droge plötzlich in ihren Körper und fängt an, sie auf wirklich drastische Art und Weise zu verändern. Sie kann Dinge tun, von der natürlich sicherlich viele träumen würden. Aber wohin das Ganze führt, lasse ich auch an dieser Stelle mal ziemlich offen, denn der Film mutiert nach 20 Minuten zu einem wirklich irrsinnig wahnsinnigen Quatsch, der einen visuell so ziemlich alles vor die Augen kloppt, was er nur kann. Luc Besson tobt sich hier gnadenlos aus und der Film ist trotz des Casts mit Scarlett Johansson und Morgan Freeman ein durch und durch europäischer Film. Es ist kein wirklicher Hollywood 0815 Blockbuster, es ist schon ein Film, der gewisse Denkanstöße trotz des Quatschs, was er hier auf Celluloid fabriziert, bei dem Zuschauer verursacht, oder man kratzt sich die ganze Zeit am Kopf und denkt sich, was ist denn das für ein abgefuckter Bullshit? Der Film ist letzten Endes ein ziemlich kreativer Mindfuck, die Realvariante eines Akira oder sagen wir es auch mal so, die bessere, unterhaltsamere Version von Wally Pfisters Transcendence, denn hier lässt man nicht den Erklärbär raushängen, man zeigt einfach die Szenen. Und es kann sein, dass man sich als Zuschauer schon ein bisschen überfordert fühlt, aber ich muss sagen, das Acting von Scarlett Johansson ist wirklich toll. Und als Gegenspieler gibt es mit Choi Min-sik unseren Oldboy, der hier eine wirklich gute Performance abliefert, obwohl dieser Charakter auch so dieser übliche Schablonenbösewicht ist, aber wie er das rüberbringt, ist richtig cool. Und trotz der wirklich kurzen Laufzeit schafft es Luc Besson vielen Figuren sehr viel Raum zu geben, um sich auch zu entfalten, ohne dass ihre Charaktere jetzt großartig tiefgründig oder komplex sind. Das müssen nicht sein. Natürlich am Anfang kam ich nicht etwas mit der Einführung von Morgan Freeman klar, die wirkte etwas holprig, seine Vorlesung über die Hirnkapazität, über die Benutzung des Gehirns an sich, ob man das irgendwann ausbauen könnte und noch mehr benutzen könnte, ist hier quasi der Aufhänger für ein, sagen wir es mal so, Science-Fiction-Spektakel, was sich auch irgendwann wirklich nicht mehr ernst nimmt. Das muss man einfach so sagen. Man fragt sich, warum Lucy dann mit einer Knarre in irgendein Krankenhaus reinspazieren kann. Man fragt sich, wie andere schwer bewaffnete asiatische Gangster mit ihren Waffen vor einem anderen Krankenhaus alles auspacken, während die Polizei vorne anhält und sich niemand fragt, wer sind diese komischen Herrschaften. Also der Film nimmt es nicht so mit der Logik. Ja, und was auch nicht so wirklich gut gelungen ist an dieser Stelle, was die technische Umsetzung angeht, sind teilweise die visuellen Effekte. Vor allem, wenn Lucy dann so anfängt, mit der Zeit zu spielen und quasi zurückzwitscht, merkt man, es sind teilweise Greenscreen-Aufnahmen, ist teilweise nicht wirklich gut geraten, aber das wird alles durch das Schauspiel von Scarlett Johansson, die immer unterkühlter wirkt, aber eine gewisse Coolness, aber auch Herz rüberbringt, dann auch irgendwann richtig wettgemacht. Und der Film macht einfach nur Spaß. Lucy ist wirklich 89 Minuten lang irrer, wahnsinniger Quatsch. Es ist ein absoluter Mindfuck, das muss man einfach sagen. Und auf solche Art von Film muss man sich einfach einlassen. Aber es ist bis dato Luc Bessons erfolgreichste Regiearbeit, wenn man das Kommerzielle mal sieht. Die Kritiken waren nicht so gut und ich muss auch sagen, ich finde es okay. Es ist ein Film, der ist dennoch geschafft hat, die breite Masse zu bedienen, weil man irgendwelche Erwartungen hat an so einen typischen Actioner, Science-Fiction-Elementen, dem man sich vorstellt, dass die Hauptfigur quasi immer mehr zu einer Superheldin stilisiert wird, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und der Film bringt das Ganze wirklich richtig touchy und ziemlich verschroben und ziemlich irre rüber, aber das hat mir wirklich gut gefallen. Was mich allerdings noch krasser irritiert hat, als der Film an sich, ist natürlich die FSK-Freigabe. Der Film ist ab 12 freigegeben. Und es mangelt dem Film nicht an Blut. Es gibt einige recht blutige Shootouts, einige recht blutige Hinrichtungsszenen.
Aber das Ganze passt doch irgendwie in den Kontext. Sagen wir es mal so, die Gewalt ist hier nicht gewollt, sie ist ein Bestandteil des Films, sie gehört irgendwo dazu, die Bösen machen böse Sachen und es passieren viele andere böse Sachen, aber darüber hinaus passieren noch andere sehr merkwürdige Sachen, die ich eigentlich hier nicht wirklich so richtig erklären könnte. Das würde den Rahmen dieser Kritik einfach sprengen. Deswegen für diejenigen, die sich den Film noch nicht angeschaut haben, schaut euch Lucy unbedingt an. Es ist ein Film, über den man ordentlich diskutieren kann, der genug Zimt Stoff hat für die ein oder andere Kontroverse, was das Thema jetzt angeht, das mit der Hirnkapazität. Das ist an sich nur ein blödsinniger Aufhänger für einen wirklich unterhaltsamen, sehr europäischen Science-Fiction-Actioner und mehr nicht. Also der Film versucht es gar nicht mega cool, na sagen wir es so, mega intelligent zu sein, aber er ist mega cool und dieses durchgestylte, dieses ganze Bashing, wie die ganzen Szenen aufeinander bauen, haben mir wirklich gut gefallen. Na gut, diese holprige Einführung von Morgan Freeman, ja, hat irgendwie nicht anders gepasst, diesen Charakter dieses Wissenschaftlers da irgendwie mit einzubringen. Aber der Rest hat wirklich verdammt viel Spaß gemacht und Lucy hat mich wirklich in vielerlei Hinsicht positiv überrascht und bekommt deswegen von mir gute 8,5 von 10 Punkten. Gut, das war's mit meiner Kritik zu Lucy. Mich würde natürlich interessieren, wie ihr den Film empfunden habt, was ihr daran toll fandet oder auch schlecht fandet, könnt ihr mir ruhig unten natürlich in die Kommentare reinschreiben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zu einer neuen Kritik hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.